Wohin führt das Wachstum? Können wir so weitermachen wie bisher? Was bedeutet überhaupt Wachstum? Wirtschaftswachstum oder Wohlstandswachstum? Wie kann das zukünftig aussehen? Wie bekommen wir die Klimakrise in den Griff? Sind beide Ziele, Wirtschaft und Klima, überhaupt vereinbar? Kann es grünes Wachstum geben oder müssen wir das Wachstum runterschrauben? Unsere Wirtschaft stößt an ihre Grenzen, heißt es im Ankündigungstext zur Beyond Growth Conference Österreich 2024. Diese startete am gestrigen Montag, am 13. Mai in Wien. Bis inklusive morgen, Mittwoch, den 15. Mai, herrscht eine rege Diskussion zwischen Experten und Expertinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik über Wege in einen nachhaltigen Wohlstand. Wir waren am ersten Tag live vor Ort im Parlament und schildern unsere Eindrücke, werden aber vor allem inhaltlich die Inputs des ersten Vortrags über planetare Grenzen einschätzen, sowie über den Werkzeugkoffer sprechen, der die Welt von morgen zusammenschustern soll. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist André und ihr hört Cogitamus, den Podcast für Philosophie, Gesellschaft und Film. Heute, wie eben schon erwähnt, live aus dem österreichischen Parlament. Was ist hier überhaupt los? Was ist denn die Beyond Growth Konferenz? Schon 2023 hat die Konferenz unter diesem Namen auf EU-Ebene stattgefunden. Jetzt in diesem Jahr wurde das Feld erweitert. Heute gibt es eine Konferenz in Wien und in vier weiteren europäischen Großstädten in diesem Jahr. Es geht aber nicht nur um eine reine Analyse der Geschehnisse. Folgen, Zahlen und Statistiken der Klimakrise kennen wir alle zur Genüge, sondern es geht vor allem um die Zukunft. Um die Transformation der Gesellschaft hin zu einer umweltverträglichen, ökosozialen Marktwirtschaft. Doch die Fragen bleiben bestehen. Kann das überhaupt funktionieren? Damit beschäftigen sich in den folgenden 3 Tagen junge Menschen, junge politisch Interessierte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ausgehend von den Pulsvorträgen verhandeln Fokusgruppen die Kategorien des Zusammenlebens. Da geht es um Geld, um Handel und Arbeit und generell Gesellschaft. Natürlich gibt es zwischendurch ausreichend Networking-Pausen und gemeinsame Panel-Diskussionen. Insgesamt steuern 54 Personen 54 vortragende Inputs bei. Veranstaltet wird das Ganze von Global 2000. Das ist eine Dachorganisation, die sicherlich vielen, die aus Österreich zuhören, ein Begriff sein sollte. Ist eine Umweltorganisation mit vielfältigen Tätigkeitsschwerpunkten. Am ersten Tag fand nun die Einführung und die Begrüßung im österreichischen Parlament statt. Das war mein erster Besuch im wirklich sehr lange, über 4, 5 Jahre renovierten, umgebauten Ort der Demokratie Österreichs. Und das neue Gebäude kann sich mehr als sehen lassen. Es ist sehr modern und übersichtlich, trotz labyrinthartiger Konstruktion und sehr gut organisiert. Das hat auf jeden Fall schon mal gut gefallen. In einem großen Besprechungssaal fand dann die Veranstaltung statt, während nebenan im großen Parlamentssaal eine Sitzung gehalten wurde. Politisch getragen wurde die Eröffnung von den Grünen und der SPÖ. Einerseits natürlich etwas Wahlwerbung, jetzt nur noch 3 Wochen vor der EU-Wahl. Andererseits sind das aber auch die erwartbaren Parteien auf der, ich sag mal, guten Seite der Macht, denen die ökosoziale Transformation, wenngleich nicht immer zwingend in der operativen Tagespolitik, dann aber zumindest in der langfristigen Perspektive am Herzen liegt. Eingeleitet wurde dann der ganze Spaß von Wolfgang Sobotka, seines Zeichens Nationalratspräsident. Ja, ein sehr schwieriger Typ, der transparente Integrität für einen Kinderspaß hält. Passt kurz auf, im Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre. Ihr erinnert euch sicherlich, 2019 wurde ja Heinz-Christian Strache, der damalige Vizekanzler und FPÖ-Vorsitzende, mehr oder weniger legal aufgenommen und er deutlich Aussagen getätigt hat, die korrupt sind, die über ein sehr merkwürdiges Verständnis von Demokratie zeugen. Im Untersuchungsausschuss war nun Wolfgang Sobotka, der die Konferenz eingeleitet hat, der Vorsitzende und er wollte nichts weniger als die Wahrheitspflicht aussetzen. Ja, in einem Ausschuss, dessen Ziel genau die Wahrheitsfindung ist, war sein Bestreben, dass die untersuchten Leute nicht die Wahrheit sagen müssen, sondern auch einfach herumlügen können. Da hätte Pinocchio auf jeden Fall seinen Spaß gehabt. Deshalb er als ÖVPler überhaupt in dieser Veranstaltung war es mir ein Rätsel, zumindest von Seiten der veranstaltenden Institutionen her,
dass er dabei war, um die ÖVP ein bisschen mit in diese ökosozialen Themen hineinzubringen. Das ist schon nachvollziehbar. Aber von Seiten SPÖ und Grüne und Global 2000 verstehe ich das eigentlich nicht wirklich. Inhaltlich war dann seine Kurzrede auch ziemlich vernachlässigbar. Bis auf einen Dank an das Parlament kamen da kaum ernstzunehmende Worte. Und das total im Gegensatz zu Alexander Van der Bellen, der Bundespräsident Österreichs, der aber leider nur per Video zugeschaltet wurde, der aber die richtigen Worte der Notwendigkeit einer Transformation fand. Wesentlich selbstkritischer als der Nationalratspräsident Sobotka sprach dann noch kurz die Abgeordnete Astrid Rössler, die die viel zu langsame Politik ermahnte. Wer saß denn alles im Publikum? Jetzt haben wir schon auf einige Vortragende geschaut und auch schon evaluiert, wer da gut oder bessere Reden gleich am Anfang vorgetragen hat. Wer war denn alles mit dabei? Überraschenderweise kaum journalistische Medien. Ich hatte mich auch dazu eingeklinkt und war nur einer von drei Leuten, die irgendwie im Journalismus tätig sind. Im Gegensatz dazu eine ganze Menge junger Leute, junger Frauen, viele Studierende, viele SchülerInnen und eine ganze Vielzahl aus der Wissenschaft stammend. Es trübt also nicht der Eindruck, dass diverse offene klima- und gesellschaftspolitische Änderungen vor allem von jungen Frauen getragen werden. Ein Schelm könnte nun sagen, dass es ganz und gar nicht überrascht, dass viele Männer ihren privilegierten Status eher nicht angreifen möchten. Insgesamt ist es ein Ziel der Veranstaltung, genau diese Demokratisierungsprozesse in die Gesellschaft zu bringen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus bei dieser Zusammensetzung des Publikums. Die Frage bleibt dann nur wie immer die Umsetzung der geplanten Maßnahmen. Dazu kommen wir gleich noch zu sprechen. Folglich hat sich dann auch die Umweltsprecherin der Grünen, Astrid Rössler, von der Anzahl begeistert gezeigt. Sie sagt, die Idee zu diskutieren, wie eine Zeit ohne ein ständiges, ungesundes Streben nach Wachstum ausschauen kann, hat weit über 250 Menschen heute interessiert. Das ist ein tolles Signal und ein gutes Vorzeichen für die kommenden Tage der Konferenz. Und schließlich möchten wir nicht nur die Eindrücke schildern, so wie eben getan, sondern wirklich auch inhaltlich noch etwas umfassender auch auf den ersten Vortrag eingehen, den Sigrid Stagel von der Wirtschaftsuni hielt. Ja, bei der Wirtschaftsuni, bei der WU bin ich tendenziell sehr skeptisch, denn neoliberale Inhalte durchfluten oft diese Art der Bildungseinrichtungen. Frau Stagel jedoch ist Professorin für Sozio- und Ökologieökonomik und hatte einen empirischen Vortrag dabei. Das klingt sehr sperrig, dabei geht es aber einfach gesagt um die Verbindungslinien zwischen Wirtschaft, Soziale und der Ökonomie. Und das war auch das, was Sigrid Stagel gleich am Anfang betont hat, nämlich das interdisziplinäre Arbeiten als moderner Zweig der Wirtschaftswissenschaft, das Einbetten der wirtschaftlichen Prozesse in Umwelt und unsere Gesellschaft. Genau das ist super wichtig und das fehle zumeist, so auch die Meinung der meisten Leute, unter anderem ist das eigentlich auch meine Meinung, dass die Wirtschaft mehr existiert für die eigene Tasche und vor allem, dass sie auch um sich selbst willen existiert. Dass wir nur wirtschaften für die Wirtschaft und nicht den Hintergrund eigentlich verstehen, warum wirtschaftliche Prozesse entstanden sind, nämlich damit es den Menschen besser geht, damit wir für die Menschen ein besseres Leben schaffen. Am Anfang hat sie die bekannten Diagramme hervorgehoben und die bestärken natürlich die Notwendigkeit der Anpassungen. Sie zeigt Diagramme, dass die Luft- und die Wassertemperaturen stark steigen, dass auch der Anteil von Kohlenstoffdioxid und Methan in der Atmosphäre steigen. Dann hat sie den IPCC-Bericht bemüht vor einigen Jahren oder vor einem Jahr, da hieß es noch, dass wir auf 3,2 Grad Erhöhung zusteuern. Aktuell steuern wir, und das ist ungemein wichtig, ja, aktuell steuern wir, wenn wir so weitermachen wie bisher, auf 2,7 Grad Erhöhung im Industriezeitalter-Vergleich zu. Das ist viel, viel, viel zu viel. Und damit würden wir ja eh nicht mehr so weiterleben können wie bisher. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt die Möglichkeit, unsere Gesellschaft und Wirtschaft, unser Zusammenleben so zu transformieren, dass wir nachhaltig leben können auf dieser Erde, bevor die Erde uns das Leben sowieso extrem schwer machen würde durch die Folgen der Klimakrise. Dann schaute Sigrid Stagel auf das übrig gebliebene CO2-Budget. Auch das ist immer sehr, sehr spannend, denn wie ja mittlerweile auch schon medial kolportiert wurde, die 1,5 Grad schaffen wir sowieso nicht mehr. Die sind nicht mehr zu schaffen, denn die 1,5 Grad, die werden schon in den nächsten Jahren erreicht werden.
Um die Erwärmung auf 2 Grad zu beschränken, haben wir noch knapp 20 Jahre Zeit. Noch knapp 20 Jahre für 2 Grad, wenn wir so weitermachen wie bisher. Es ist ganz, ganz essentiell wichtig und es ist dann vor allem auch sehr bedeutsam zu erwähnen, dass jedes Zehntel Grad hilft. Dass es jetzt nicht darum geht, die Köpfe in den Sand zu stecken und zu sagen, na, wir schaffen die 1,5 und die 2 Grad wahrscheinlich sowieso nicht mehr, da müssen wir auch gar nichts tun. Doch, es macht einen gewaltigen Unterschied, wie extrem die Folgen der Klimakrise sein werden, ob wir 1,9 Grad haben oder 2,3 Grad oder 2,1 Grad. Das macht einen Riesenunterschied. Jedes Zehntel Grad ist hier entscheidend. Ihr wichtigster Punkt aber, tauchen wir wirklich jetzt tief ein in die Theorie zum grünen Wachstum und zum Postwachstum. Ihr wichtigster Punkt war die Entkopplung. Entkopplung ist wirklich ein bedeutendes Schlagwort hier. Was wird denn entkoppelt? Das Wirtschaftswachstum und die Umweltschäden. Denn diese Kausalitäten sind mehr als deutlich geworden und es existieren tausende Studien darüber und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man diese Entkopplung nun schaffen kann. Also Fakt ist, durch starkes Wirtschaftswachstum schädigen wir auch die Umwelt. Das ist die Kausalität und nun versucht man das zu entkoppeln. Und da gibt es die Optionen der absoluten Entkopplung und der relativen Entkopplung. Heißt, relativ gesehen steigen Wirtschaftswachstum und auch Umweltschäden. Ja, so weit so gut, so weit so schlecht, denn natürlich steigen dann die Umweltschäden weniger stark wegen der höheren Effizienz. Aber genau deshalb wäre auch nichts gewonnen. Denn hier wäre auch die Hoffnung auf neue, hypermoderne Technologien anzufinden. Das heißt einfach nur, die Wirtschaft bleibt so wie bisher. Die Wirtschaft wächst und die Umweltschäden, die versuchen wir durch effizientere Technologien ein bisschen im Zaum zu halten. Das bedeutet relative Entkopplung und eigentlich ist damit nichts gewonnen. Es bleibt alles beim Alten, nur mit ein bisschen geringeren Umweltschäden pro Jahr als bisher. Das Ziel, und deshalb wurde auch oben nochmal auf die Dringlichkeit hingewiesen, muss aber in gar keinen Umweltschäden liegen. In gar keinen Umweltschäden. Das heißt, das grüne Wachstum muss absolut entkoppelt passieren. Nicht nur relativ entkoppelt, sondern absolut passieren. Erst dann sinken nämlich die Umweltschäden tatsächlich. Denn diese absolute Entkopplung führt dazu, dass das Wirtschaftswachstum steigt, aber die Umweltschäden sinken. Das klingt erstmal absurd, weil das eigentlich kaum vereinbar ist, aber das muss das Ziel sein und das sagt auch die Theorie. In ihren Bedingungen für Postwachstum führt dann Stargell außerdem aus, dass diese Entkopplung überall stattfinden muss, global, sich nicht nur eben auf Kohlenstoffdioxid beziehen soll, sondern auf alle Umweltschäden und das Ganze muss verdammt schnell passieren. Und natürlich klingt das für viele Menschen absurd und nicht möglich und vor allem auch befremdlich. Wie sollen denn Standards erhalten werden, wenn die Wirtschaft nicht wächst? Vor allem auf viele Ökonomen trifft das zu. Wirtschaftswachstum als erstrebenswertes Ziel scheint tief eingeschrieben in ihre Weltsicht. Anders lässt sich deren kategorische Ablehnung von Postwachstumsansätzen trotz eskalierender Krisen kaum erklären. Die Frage ist nun, mit welchen Strategien können wir das schaffen? Mit welchem Werkzeugkoffer? Werkzeuge und Begriffe für Postwachstum hat Global 2000 auch auf Factsheets zusammengefasst. Ihr findet den Link in den Shownotes und könnt euch da noch etwas einlesen. In diesen Strategien findet sich dann eben auch dieser entscheidende Übergang vom grünen Wachstum zum Postwachstum. Ich mag noch ganz kurz auf diese Begriffe eingehen, denn grünes Wachstum ist zunächst nur die eben genannte Tatsache der Entkopplung. Dass wir versuchen, die Wirtschaft so umzuformen, dass wir Wirtschaftswachstum und Umweltschäden absolut entkoppeln, das ist erstmal nur grünes Wachstum. Aber das Postwachstum, das behandelt wirklich eine weitreichende Transformation nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Gesellschaft. Da geht es wirklich um eine Postwachstumsgesellschaft, dass sich das ganze Zusammenleben ändert, dass wir nicht nur auf die Wirtschaft schauen und nicht nur auf erneuerbare Energien schauen, sondern dass wir das Ganze holistisch denken. Mit Wohnen, mit Mobilität, mit natürlich Arbeit, mit aber auch dem Geldsystem. Also dass wir quasi ein komplett anderes System denken. Entscheidend dabei ist vor allem auch die Definition des Wirtschaftsbegriffes. Soll Wirtschaft sich nur am BIP, am Bruttoinlandsprodukt orientieren? Oder sollten nicht eher andere Indikatoren wie die Wohlfahrt
herangezogen werden. Wenn wir Wirtschaft nicht mehr nur auf Produktivität begrenzen, sondern die planetaren Grenzen einpreisen und soziale Errungenschaften inkludieren, kann die Wirtschaft wachsen, ohne zu große Umweltschäden. Es geht also vor allem auch darum, die Theorien der Wirtschaft zu verändern, den Begriff der Wirtschaft anzufassen. Ein weiterer Punkt ist die Kreislaufwirtschaft. Da spricht zum Beispiel Christian Holzer, der Leiter der Sektion Umwelt- und Kreislaufwirtschaft im österreichischen Klimaministerium, davon, dass es in Österreich schon eine Strategie gibt für eine österreichische Kreislaufwirtschaft und damit schon der Grundstein für eine Wende hin zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen gelegt wurde. Ein weiterer Begriff ist das Konzept der Suffizienz. Dieser berücksichtigt natürliche Grenzen und Ressourcen und bemüht sich um einen möglichst geringen Rohstoffverbrauch. Da geht es vor allem auch um nachhaltigen Konsum. Ich hatte gerade schon Postwachstum angesprochen. Um eine Änderung der gesamten Gesellschaft, der ganzen Lebensweise. Und Konsum und Produktion müssen vor allem ausgeglichen werden. Unter anderem durch Produktions- und Konsumsschranken, die es hier gibt. Dass man versucht, im Hinblick auf eine Selbstbegrenzung und Entschleunigung ein richtiges Maß an Konsum, Konsumverzicht und Entkommerzialisierung zu finden. Es geht darum, reale Bedürfnisse zu befriedigen, anstatt Überschussproduktion und Wegwerfgesellschaft zu schaffen. Umverteilung für eine gerechtere Gesellschaft, Arbeitszeitverkürzung, gemeinsame Wohnkonzepte, Konsum- und Produktionsschranken, mehr öffentlicher Verkehr, Lieferkettengesetze oder auch die Vermögenssteuer sind weitere Werkzeuge für eine Postwachstumsgesellschaft, die vor allem ja aber auch in der klassisch linken Politik zu verorten sind. Vor allem geht es nicht nur um eine reine Produktionsminderung, wie viele alteingesessene Ökonomen glauben, sondern um vielfältige Maßnahmen. Was bleibt übrig? Ich habe vor allem das Takeaway gezogen, dass es vor allem regional und in kleinen Gruppen erstmal beginnen muss. Dass sich globale Transformationsprozesse, die müssen sich in kleinen Gruppen und vor allem erstmal regional beschränkt organisieren, damit das dann irgendwann auch global funktionieren kann. Denn wahrscheinlich ist die Erde zu groß, um von Anfang an aufoktroyierte globale Lösungen zu finden. Das wurde ja mehrfach versucht in den vergangenen Jahrzehnten. Deswegen finde ich den Ansatz, dass man erstmal regional Anforderungen erarbeitet und spezifisch für jedes Land separat ausführt, gar nicht so schlecht. In diesen Tagen besprechen die kleinen Gruppen dann nun die weiteren Inhalte der möglichen Umsetzung. Hängen geblieben sind bei mir auch die vier Thesen für die Postwachstumsgesellschaft. Und ich finde diese Thesen sehr gut, die wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir visionär versuchen, uns die Welt von morgen vorzustellen. Erstens, wir brauchen eine neue Sprache für die Wirtschaft. Zweitens, Suffizienz, also nachhaltiger Konsum, Konsumverzicht, Produktionsverzicht, Entschleunigung. Das ist das Leitprinzip. Drittens, moderne Zivilisationen gibt es nur mit Verbot und Verzicht. Anders wird es nicht funktionieren. Wenn wir immer nach mehr streben, wenn wir gierig immer mehr haben wollen, wenn wir nicht aus diesem Denken herauskommen, werden wir auch die Suffizienz nicht erreichen, werden wir keinen nachhaltigen Konsum schaffen. Und viertens, eine Postwachstumsgesellschaft muss gut geplant werden. Und genau deshalb gibt es diese Konferenz und genau deshalb ist diese Konferenz auch so wichtig. Ich danke für eure Aufmerksamkeit mit den letzten Worten von Anke Schafazik, einer Assistenzprofessorin an der Central European University von der CEU, die hier in Favoriten gar nicht so weit von meinem Wohnort ihren Standort hat. Denkt daran, uns zu unterstützen per Empfehlung, per Abo und per PayPal-Spende und dann sage ich Dankeschön, hört euch noch die letzten Worte an und bis zum nächsten Mal. Ein gutes Leben für alle innerhalb planetarer Grenzen braucht eine mutige, vorausschauende Wirtschaftspolitik. Es gilt, in Österreich, der EU und darüber hinaus Wirtschaftssysteme zu gestalten, die uns erlauben, Grundbedürfnisse zu befriedigen, ohne die Bewohnbarkeit unseres Planeten weiter zunichte zu machen. Das geht nicht mit einem System, das auf Wachstum als Selbstzweck angewiesen ist. Von Arbeitszeitverkürzung bis zu einer Transformation des Energiesystems kennen wir bereits Werkzeuge, die uns helfen können, einen neuen Weg einzuschlagen, hin zu hoher Lebensqualität für alle, bei reduziertem Druck auf unsere Ökosysteme.
setzen wir diese Werkzeuge endlich für das ein, was wirklich wichtig ist.